Ja, hallo bei der Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video haben wir uns hier das Gesindehaus, die Waschstube, die Gärtnerei und die inklusive dazugehörigen Gärten angeguckt. Und im heutigen Video werden wir uns mal hier ihr wisst schon, die Küche, die Lagerraum, die Kronen, vor allem den Kronprinzen, da sein Gemächt, also was angucken. Ja, ich guck mal, ob ich das jetzt heute ein bisschen übersichtlicher mache mit denen, wo wir uns befinden, weil das ist ja ein bisschen unübersichtlich hier. Entweder zeige ich im Nachhinein mal von außen, wo die Räume sind. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß selbst nicht immer, wo die Räume sind von außen gesehen. Entweder ich kann es so direkt zeigen oder ich blende irgendwie ein Bild ein von außen, dann nochmal, wo wir genau sind, während ich im Gebäude drin bin. Ja, da muss ich dann gucken. Es kann auch sein, dass wir da manchmal ein bisschen suchen müssen durch die Fenster und sollen. Ich hatte auch im letzten Video unter die Kommentare geschrieben, dass ich einen anderen Shader nehmen werde. Davon habe ich jetzt auch den hier gerade behalten. Denn ich weiß nicht, ich finde, es hat zwar eine etwas düstere Atmosphäre hier auch in den Gebäuden drin. Aber passt auf, ich werde mir hier diesmal eine Fackel nehmen, in die Hand nehmen hier. Dann soll das Ganze besser laufen. Ansonsten, ne, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und trotz allem der langen Anrede hier sehen wir uns erst wieder nach dem Intro. So, ich habe jetzt natürlich Ewigkeiten rumgelabert am Anfang, deswegen machen wir gleich mal weiter. Wir sind jetzt hier im ersten Hof, sag ich jetzt mal, im ersten Innenhof. Und wir sehen hier auch so hübsche Löwenstatuen. Ja, das sollen Löwen sein. Also man sieht hier schön, ich mach mal ganz kurz hier die meine Hand. Man sieht hier schön die Löwenmähne. Die hat soweit ich weiß der Grizzle gemacht. Und ja, man kann sich hier auch dann auf seine Pfote stellen. Ist eigentlich ganz cool, der Löwe hier. Das gefällt mir. Mit so Brunnen unten drunter. Im Endeffekt ganz hübsch gemacht. Hier geht es da rum drüber. Und ja. Das hat keiner gesehen. Ich bin ein bisschen unkoordiniert gerade. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Gut. Wir gehen zuallererst, glaube ich, mal hier müsste, glaube ich, in die Küche. Ne, hier geht es ins Lager hier. Genau. Lagerhaus. So, hier geht es also ins Lagerhaus, wie wir gerade eben lesen konnten. Wunderschön. Hinten ist dann ein kleines Kohlelager. Ja, ansonsten steht hier halt einfach eine Menge Gerümpel rum. Also hier sind Diamantblöcke, Eisenblöcke, Kisten. Noch kleinere Kisten, Säcke, ja, einfach alles, ne, halt, ja, Zettel, steht hier, ach, genau, der Tresor, hier ist der Tresor, huch, okay, hier ist der Tresor, also ich habe da alles, was man braucht, hier so Goldkelche, eine Krone, Gold, eine Kerze, und, oh, die Kisten, guck dich auch nochmal, ja, habt ihr es gesehen, Gold und Diamanten sind da drin, Gold und Diamanten, und da oben ist noch eine Doppelkiste voll Gold und Diamanten. Also in den Tresor einzubrechen, ein bisschen einfach hier mit dem, aber egal, gut. Ja, hier ist dann halt so eine Seilwinde. Was mir hier besonders gut gefällt, da muss ich aber gleich nochmal runtergehen, das will ich jetzt mal zeigen hier. Im Moment, hier, also pop, ist, und zwar, das mache ich selbst nie. Also ist mir zumindest, also was ich jetzt mittlerweile mache, das habe ich vorher nie gemacht. Und zwar ist hier diese Palette und dann sind hier unten diese Stellen ausgefräst, wo man die Palette, damit die im Boden versinken kann. Habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Also die Idee ist jetzt noch nicht neu und revolutionär, aber ich persönlich habe es vorher nie gesehen und dachte mir dann so, ne? Ach, übrigens als Bautipp, wenn man hier, ne, Türen zum Beispiel hat, aber hat eine eingeschneite Gegend, dann nimmt einfach Schneeblöcke, dann könnt ihr da einfach Türen aufstellen. Darüber wollte ich sogar, glaube ich, mal irgendwann mal einen Building-Tipp machen. Ich werde vielleicht auch mal so eine Building-Tipp-Serie machen, wo ich einfach so Kleinigkeiten mache, wie baut man schönere Wege, wie baut man schönere Straßen, also so Kleinigkeiten, ne? Wie macht man schönere Übergänge von Blöcken, die normalerweise eher schwierig zusammenpassen. Sowas vielleicht. Mal gucken. Also, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es mal in die Kommentare. Hier sind wir jetzt im Küchentrakt. Man sieht hier schon, hier geht es in die Küche rein. Vorher haben wir noch ein paar Sachen gelagert. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo es hier hochgeht. Wir schleichen gerade mal hier die Treppe hoch. Hier oben ist aber nur noch erweitert der Lager. Genau, hier ist noch ein paar Weinflaschen. Wo geht es hier hin? Ah, genau. Hier geht es dann in den Speisesaal. Aber da gehen wir jetzt gar nicht mehr weiter darauf ein. Da kommen wir nämlich früher oder später noch mal hin. Also das gehört jetzt eigentlich hier zu dem Teil der Führung hier gar nicht dazu. Mal so, hier fangen wir dann zu flashen. Und hier haben wir dann die Küche. Also die ist wirklich, die zieht sich wie so ein Schlauch und runter durch. Also ja,
ich glaube, die Küche ist unterirdisch. Da kann ich dir später von außen, glaube ich, gerne mal zeigen, wo es. Also, ja, was wir alles haben. Wir haben so viele Details hier. Messern und hier werden Kuchen gebacken. Hier drin, hinten drin ist, glaube ich, Fleisch. Am Ende, warte mal, hier, ich brauche die Hand, sonst mache ich wieder alles kaputt oder so. Hier, genau, hier hängt Fleisch drin. Wieder Fleisch gebraten. Also, das ist eine Menge. Also, hier sind wahrscheinlich Rezepte drin, nicht in Kräuter. Hübsch. Ja, hier ist einfach so viel. Das ist unglaublich. Was hier, hier. Kann man den. Oh, das ist so cool eigentlich. Ja, hier geht's aber auch nochmal hoch. Hier müsste es aber auch wieder in den Speisesaal gehen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Aber. Oh, das nächste ist der aretinische Speisesaal, glaube ich. Also, ich weiß es nicht so genau. Wenn wir das. Will aber auch nicht, da kommen wir auch später nochmal hin. Also, keine Panik. Da, das sind halt nur die Zugänge, damit die Arbeiter dann hier das Essen schnell zu mir bringen, weil ich werde ungeduldig, wenn ich nicht zu essen kriege. Ja, genau. Küchentrakt, okay. Apropos übrigens, warum das Ding Residenz Aretino heißt, hat folgenden Grund. Ich heiße. Hier. Ich heiße Aventus Aretino hier in Minecraft und ja, deswegen Aretino, Aventus so als Vorname, der Name ist geklaut aus dem Spiel Skyrim, alle die es kennen, kennen es und sag mal, wappelt das Schild rum? Seht ihr das? Oh mein Gott! Komisch. Auf jeden Fall Kronprinzenresidenz, also das Schild ist komisch, einmal wappelt es rum, einmal ist die Schrift weiß, wieder grau, Okay, also auf jeden Fall ist das die Kronprinzenresidenz. Wir lassen das Schild einfach mal da. Mach mal die Tür zu, es ist kalt draußen. Lassen das Schild gerade mal das machen, was es möchte. Die Kiste gerade auch ich bin gar nicht sicher. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein Geisterschloss nebenbei. Also das ist nur so halbtags für Touristen und sowas, ne? Gut, wir haben hier eine Kommode, wir haben hier einen hübschen Tisch. Also das wäre jetzt für meinen, also... Nein, Game, Ingame-Techniken, technischen Sohnemann hier das Ganze. Ja, dann hier war es ein Aufenthaltsbereich. Dann geht es hier in der Treppe hoch. Da hinten sind Bücherregale und da hinten geht es auch wieder runter. Noch ein bisschen schneller hier. Hier ist nämlich der Baderaum des Prinzen. Hier kann man dann hübsch in die Wanne steigen. Puff. Man kann hier ein Bad nehmen und dann kann man hier so wunderschön. Ah, ist das nicht angenehm, herrlich, mit der Fackel unter Wasser zu stehen? Gell? Hübsch. Gut. Ich renne die Treppe mal hoch, ich will jetzt hier gar nicht rumschleichen, das ist nämlich blöd. Da waren wir. Gut, dann geht's hier hoch. Hier hinten geht's dann nicht mehr weiter, aber wir gehen hier mal weiter. Hier ist nämlich das Schlafgemach des Prinzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Bett des Kronprinzen wesentlich besser als mein eigenes. Das zeige ich euch aber später noch ein bisschen genauer. Also hier sind einfach noch Tische, Stühle, Kisten. Also, ich kann auch nicht leider auf jede einzelne Kerze eingehen, weil es einfach sonst zu viel wäre. Hier ist die Umkleide des Prinzen. Bisschen düster. Also, ich wollte den Shader auch behalten, gerade wegen so düsteren Sachen und so. Also, es werden ja durch Shader sowieso nochmal düstere, aber ich finde, eigentlich macht das die Mittelalterstimmung, weil es ja gerade sowieso Mittelalter nicht gerade hell und freundlich war im Endeffekt. Macht das Ganze doch ein bisschen düster hier. Also, ne? Ja, gut. Das wäre es jetzt auch von den Kronprinzenräumen gewesen. Jetzt muss ich kurz mal gucken hier. Ja, das war es, glaube ich, auch fast schon von dem inneren Hof. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Ich guck mal, ob hier und das hier, will ich das noch dazu zählen? Nee, das will ich nicht dazu zählen. Das lasse ich lieber hier. Ja, ich hatte auch am Anfang gesagt, dass es 3 Parts werden. Ich denke mal, es werden 4. Vielleicht, weil der zweite ein bisschen größer ist. Hier sitzt auch eine Eule, sehe ich gerade. Also nochmal zur Erinnerung hier. Das hier, genau, ja, egal. Hier ist auf jeden Fall das Schlafzimmer vom Kronprinzen. Hier ziehen sich dann, auch wie so eine Art Schlauch, zieht sich dann hier das ganze Kronprinzen-Gemach sowieso durch. Hier drüben haben wir dann einen Lagerraum, der ist 2 Stockwerke hoch. Und hier haben wir die Küche, oder umgekehrt? Nee, doch, hier ist die Küche. Oder? Bitte sag das hier, genau, hier ist die Küche. Die müsste man von außen, ich glaube, die kommt fliegt. Oh. Das ist, wenn meine Köche mich immer so dick füttern, dann kann ich nicht mehr so gut fliegen. Die Köche, die ist hier irgendwo unten drunter. Also, die ist da irgendwo hier. Also, die zieht sich da halt irgendwie wie so ein Schlauch hier unten drunter. Die müsste hier irgendwie sein. Ja, also, denke ich mal. Ich kann ja mal ganz kurz... Wir können mal ganz kurz schummeln. Warte, wir machen hier eine kleine Schummelei. Wir können kurz nachgucken gehen. Einen Moment.
Ja, genau. Guck, die Küche ist hier unten drunter. Hab ich doch gesagt. Ich hab's gesagt. Haha. So, ich hab's gewusst. Von Anfang an. Musste gar nicht nachgucken. Das war nur, um euch zu beweisen, dass ich es wusste. So. Ja. Aber das oben drüber, das gehört noch gar nicht hier dazu. Das gehört dann zum nächsten Part dazu. Ja. Gut. Ich sage das Ganze mal hier von der Seite. Hier gehen wir auch nochmal kurz drauf gucken. Hier, das war dann hier das Lagerhaus. Ne? Der Seite. Und dann hier nochmal Kronprinz. Also das Kronprinzengebäude ist eigentlich das hier mit dem Türmchen hier mit dran. Obwohl das halt nicht. Den Turm kann man, glaube ich, nicht begehen, oder? Kann man den begehen? Ist schon ausgelassen? Nee, ne? Warte, komm. Ich glaube nicht. Ha! Also der Turm hier, der ist hohl. Nicht begehbar. Nur Dekoturm. Obwohl es ja sowas in Burgen doch wirklich gab, so Dekotürme, ne? Erstaunlicherweise. Wenn man das Geld hat, kann man das machen. Ja, gut, ich laber eigentlich hier schon wieder nur Müll, den keiner interessiert. Bevor das hier Ganze noch ausartet, bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lob an Sven und Jonas. Kritik natürlich auch. Ich nehme hier nur Videokritik auf mich. An alles Bauliche bitte an die beiden. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Was jetzt nicht scheiße ist oder so schlecht ist, um Gottes Willen. Aber ja, gut. Dann sage ich auf jeden Fall tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.